Hallo, liebe Deutschlerner. Ich weiß, viele von euch sind sehr daran interessiert, was meine derzeitige Lebenssituation ist und was ich so mache. Deshalb werde ich heute ein bisschen darüber sprechen. Allerdings geht es nicht nur um mich in diesem Video, sondern auch um dich. Denn ich möchte dich mit meiner Geschichte inspirieren, sodass du den Mut bekommst, dir selber hohe Ziele zu setzen und daran arbeitest, sie zu erreichen. Los geht's! Oh mein Gott, das ist so toll, das ist so geil! Ich klappe. Es fühlt sich einfach richtig toll an hier. Vor vielen, vielen Jahren hatte ich mir das Ziel gesetzt, ein Online-Unternehmen aufzubauen. Nachdem ich mein Studium beendet hatte, verbrachte ich 2 Jahre damit, mich selbst zu finden. Ich arbeitete 1 Jahr daran, mich selber zu verstehen und Ungerechtigkeiten zu verarbeiten, die mir in der Vergangenheit zugefügt wurden. Frei von den Geistern meiner Vergangenheit hatte ich nun die Gelegenheit, in die Zukunft zu schauen. So verbrachte ich das 2. Jahr damit, zu überlegen, was für eine Art von Online-Unternehmen ich aufbauen wollte. Ich probierte viele Dinge aus und fand heraus, dass mir die Themen gefielen, die viel Kreativität und Programmierfähigkeiten erforderten. Ich denke, um glücklich im Beruf zu sein, sollte jeder für sich herausfinden, was seine Stärken sind. Manche Themen zeigten Potenzial. Allerdings sagte mir meine Intuition, dass dort nicht meine Zukunft liegt. Schließlich fand ich Inspiration. Ich realisierte, wie sehr es mir gefiel, Italienisch zu lernen. Besonders, wenn das Material spannend war und ich beim Italienischlernen inspiriert wurde. Ich dachte mir, wie geil wäre es, wenn ich dasselbe für Deutschlerner mache? Wie geil wäre es, wenn ich Deutschlernern dieselbe Chance gebe, die mir gegeben wurde. Nun, im Oktober 2015 habe ich angefangen mit dem Projekt Authentic German Learning. Wie es bei jedem Startup so ist, hatte ich erstmal kein Einkommen davon. Natürlich nicht, denn erstmal muss man geben, bevor man um etwas bitten kann. In einem späteren Video sprechen wir über Gib-Gib-Gib-Frag. Also, ich habe nicht nur 2 Jahre lang von meinen Ersparnissen gelebt, ich musste weiter von meinen Ersparnissen leben. Allein nach der Gründung von Authentic German Learning schmolzen mehr als 10.000 Euro dahin, während ich arbeitete. Ich musste sogar mein Gold verkaufen. Etwas, auf das ich sehr stolz war. Ich weiß, was sie jetzt denkt. Wie viel Geld hatte Marc nur? Nun, seit ich ein Kind war, habe ich gespart. Ich bekam Taschengeld, aber das Einzige, wofür ich Geld ausgab, war meine Lieblingszeitschrift. Erst Comichefte, dann ein Wissenschaftsmagazin für Jugendliche. Als Erwachsener hatte ich dann meine ersten Jobs und ich gab immer noch für sehr wenige Dinge Geld aus. Ich arbeitete als Putzkraft, hatte ein Praktikum bei Bosch und half später einer Deutschschule mit ihren sozialen Medien. Stets gab ich wesentlich weniger aus, als ich verdiente. Das ist das simple Geheimnis zum Reichtum. Ha,
Ich wünschte, ich wäre reich. Aber manche Ziele erfordern Opfer. Also investiere ich so viel wie möglich in Authentic German Learning. Übrigens, ich weiß, dass nicht jeder die Möglichkeit hat, die ich hatte. Und ein Online-Unternehmen aufzubauen ist sehr schwer. Aus diesem Grund bin ich immer bereit, jeden Menschen, Deutschlerner oder nicht, dabei zu helfen, ein Online-Unternehmen aufzubauen. Dieses Angebot ist für dich, falls du den Drang verspürst, ein Online-Unternehmen aufzubauen. Wie gesagt, am Anfang bekam ich kein Einkommen von Authentic German Learning. Seit ich mein erstes Produkt veröffentlicht habe, steigen die Einnahmen langsam, aber sicher. Als meine Ersparnisse zur Neige gingen, musste ich einsehen, dass ich mit meinem Unternehmen noch nicht in Deutschland überleben kann. Aber in Asien schon. In Südostasien sind die Lebenshaltungskosten weitaus geringer als in Deutschland. Ich hatte also die Wahl, entweder Authentic German Learning aufzugeben, weiterzumachen, aber Teilzeit irgendwo anders zu arbeiten, oder die schöne Heimat zu verlassen und in Asien zu leben. Ich entschied mich für Letzteres. Übrigens spreche ich ungern so über Südostasien, denn es klingt fast so, als wäre das einzig Gute daran, dass hier alles so preiswert ist. Nein, verstehe mich nicht falsch, Asien ist wunderschön, die Leute sind nett und ich habe hier viele tolle Erfahrungen gemacht. Der Punkt ist, dass ich viel mehr in Authentic German Learning investieren kann, wenn ich mir nur 500 Euro pro Monat aus dem Firmenkonto auszahle. Das ist mein Gehalt für all die Arbeit, die ich investiere. 500 Euro. Warum erzähle ich dir das alles? Um zu prahlen? Um zu betteln? Nein, ich möchte dir zeigen, wie sehr mir das Projekt Authentic German Learning am Herzen liegt. Und der Sinn des ganzen Videos ist zum einen, dir einen Blick hinter die Kulissen zu geben und zum anderen, dich zu inspirieren. Habe einen Traum, verfolge ihn, gib nicht auf, tue, was du tun musst. Ich spreche nicht nur mit den jungen Leuten im Publikum. Die Lebenserwartung ist 80, 90 Jahre. Mehr und mehr Leute werden 100. Du hast noch Zeit genug für deine Träume und du bist jungen Burschen wie mir um einiges an Erfahrung voraus. Und was ist, wenn du kein Geld hast für deine Traum? Das ist ein Problem, besonders für die jungen Leute. Spare jeden Cent und reiß dir den Arsch auf. Habe aber keine Angst, in dich selbst zu investieren. Das ist, was ich mache. Ich zahle für Hostel, Essen, Coworking Space und das war's. Ich arbeite fast jeden Tag. Ab und zu investiere ich in Dinge, die mir mit meiner persönlichen Entwicklung helfen. Es ist kein schönes Leben, aber es ist temporär. Das ist nicht wahr. Es ist ein schönes Leben, wenn man die kleinen Dinge im Leben genießt und seine Arbeit liebt, seinen Traum liebt. Wenn man seinen Traum liebt,
kann man durchhalten. Ich möchte meinen Traum erreichen. Je früher, desto besser. Deshalb arbeite ich fast jeden Tag. Ich mache so gut wie nichts anderes, außer Sport, Essen und ab und zu ein paar Stunden verschiedene Aktivitäten, um Energie und Kreativität zu tanken. Ansonsten arbeite ich fast jeden Tag. 8 bis 16 Stunden lang. Und dann bekomme ich eine Nachricht von einem Deutschlerner mit der Frage: Sag mal, was ist eigentlich dein Beruf? Dies! Oh Mann, wir sehen uns später. Lebe deinen Traum. Tschüss! Du weißt jetzt, was mein Traum ist und du weißt, wie viel ich dafür tue. Ich hoffe, ich habe dir damit die Inspiration gegeben, deine Träume weiter zu verfolgen. Bitte hilf mir, meinen Traum zu erreichen, indem du authenticgermanlearning.com/donate besuchst und mir eine Spende hinterlässt. Spenden helfen enorm. Vielen Dank im Voraus und sag Bescheid, wenn ich dir weiter mit deinem Traum helfen kann.